genau richtig eingeschaltet hier bei Pearl TV zu unserem Pearl TV Energie-Ratgeber. Vielleicht haben Sie schon ein Solarpanel oder auch eine Kombination mit einem Powerstation oder auch mit einem tragbaren Benzin- und Wärmegenerator. Und wir haben natürlich jetzt hier für Sie eine Sendung zusammengefasst mit den Zusätzen, die Sie sich alles noch zusätzlich bestellen können. Vielleicht fehlt Ihnen noch eine Halterung, vielleicht auch noch ein Kabel, weil Sie das Solarpanel vielleicht ein bisschen weiter wegstellen wollen. Und jetzt haben wir alles passend genau für die Solarpanels zusammengefasst und das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, wir verkaufen so viele Solarsachen, Balkonsolaranlagen, Hybrid-Solaranlagen, unsere mobilen Solaranlagen, sagen wir mal, unsere Powerstations mit Solarpanel. Die kommen alle, dass man die nur zusammenstecken muss. Aber wenn man das, du hast es ganz richtig gesagt, mal ein bisschen weiter wegstellen will oder das Solarpanel mal richtig fest irgendwo ans installieren will, dann braucht man vielleicht doch noch das eine oder andere Zubehör. Und wenn Sie so jemand sind, dann ist diese Sendung genau richtig für Sie. Wir haben alles, was Sie brauchen. Es ist speziell für unsere Solarpanel gemacht und unsere Powerstations oder Hybridinverter, dass Sie dann alles ganz problemlos zusammenstecken können. Wir haben auch hier wieder, wie Sie es vielleicht schon kennen von unseren Powerstations oder unseren Solaranlagen, zwei verschiedene Preismodelle für Sie. Einmal mit 0% Mehrwertsteuer, einmal mit 19% Mehrwertsteuer. Suchen Sie sich die Variante aus, die für Sie passt. Die 19% Mehrwertsteuer-Variante müssen Sie wählen, wenn Sie es mobil einsetzen wollen, wenn Sie es nicht zu Hause einsetzen wollen oder wenn Sie es gewerblich einsetzen wollen. Die 0% Mehrwertsteuer-Variante, wir geben Ihnen beide Bestellnummern dafür. Die 0% Mehrwertsteuer-Variante ist es, wenn Sie das bei sich zu Hause fest installieren, sei es nicht mobil, dann dürfen Sie sich die 0% Mehrwertsteuer-Variante bestellen. Oder wenn Sie weniger als 30.000 Watt bei sich zu Hause von Ihrer gesamten Solaranlage erzeugen, dann können Sie das auch machen. Das sind die Bedingungen. Hier haben wir sie nochmal alle aufgelistet. Das gilt übrigens auch, die 19% Mehrwertsteuer-Variante, hätte ich beinahe vergessen, für den Einsatz im Ausland. Vielleicht haben Sie ein Ferienhaus irgendwo, was Sie auch mit Solaranlagen betreiben. Dann sollten Sie sich hier auch, dann müssen Sie sich hier auch die 19% Mehrwertsteuer-Variante bestellen. Was wir Ihnen hier vorstellen wollen, ist im Prinzip Sachen, wo Sie selber jetzt Verlängerungskabel legen können, Verlängerungskabel bauen können. Damit fangen wir mal an. Die meisten unserer Solaranlagen haben einen sogenannten MC4-Stecker. Mhm. So, jetzt habe ich meinetwegen ein 5 Meter langes Kabel, was üblich ist bei unserem 240 Watt Solarpanel zum Beispiel. Möchte das Solarpanel jetzt aber weiter weg aufbauen, dann muss ich hier mir ein eigenes Kabel basteln oder kaufe mir ein fertiges Kabel. Aber wenn ich es mir selber basteln will, haben wir hier genau das richtige Werkzeug für Sie. Wir haben 6 dieser MC4-Stecker, 6 dieser MC4-Buchsen und natürlich noch 6 Steckeinsätze. Damit können Sie dann Ihr eigenes Kabel bauen. Das geht für Durchmesser von Kabeln mit 2,5 bis 6 mm, also wirklich für jedes handelsübliche Kabel. Und dann kriegen Sie hier dazu noch zweimal dieses Spannwerkzeug. Die sind ja zusammengeschraubt und damit kann man dann so einen Stecker, ich habe hier mal einen MC4-Stecker, ganz, ganz einfach fest zusammen machen oder auseinander machen. Wie gesagt, dieses Set hier hat 6 Stecker, 6 Buchsen, diese ganzen Steckereinsätze und diese Spannwerkzeuge zweimal. Ja, und das können Sie, wie gesagt, bestellen mit 2 unterschiedlichen Varianten mit der Bestellnummer. Wir haben es Ihnen gerade eingeblendet. Sie schauen einfach, welche Variante jetzt auf Sie zutrifft. Entweder die 19% Mehrwertsteuervariante oder die 0% Mehrwertsteuervariante. Jetzt haben wir noch ein 44-teiliges Solarpanel-Steckeranschlussset. Also hier ist noch mehr drin, aber auch super kompakt wieder zusammen in einer Tasche. Finde ich ja, klasse. Ja, ich finde das total klasse. Das ist eigentlich, sage ich mal, Werkzeug, was also ein professioneller Solartechniker haben sollte schon fast. Hier haben wir tatsächlich 10 von diesen MC4-Steckern und 10 von diesen MC4-Buchsen, 10 Steckereinsätze. Wir haben wieder diese 2 Spannwerkzeuge und was wir eben auch noch haben, wir sehen das hier im Bild, ist diese Krimpzange. Die Krimpzange ist dafür da, dass wir Kabel perfekt abisolieren können. So Kabel abisolieren mit dem Messer rate ich Ihnen nicht. Das führt zu Verletzungen, ist nicht so genau. Hiermit kann man das ganz, ganz einfach machen. Man kann dann auch diese Alu-Aufsätze oben rauf machen, dass da also auch ein sauberes Ende ist. Und dann stecken Sie das einfach zusammen hier. Das kann man wirklich selber machen mit dem richtigen Werkzeug und sich dann eben seine eigenen Kabel
basteln, kann man fast schon sagen. Auch hier wieder von 2,5 bis 6 mm Durchmesser. Damit kann man selber sich seine Kabel bauen. Und das spart natürlich unglaublich viel Geld. Hier, wie gesagt, ein tolles Set, wo alles drin ist. 10 MC4 Stecker, 10 MC4 Buchsen, 10 Steckereinsätze, 2 von diesen Spannwerkzeugen, mit denen Sie das so zusammenschrauben können, und die Crimpzange, alles in diesem tollen Etui, sieht sehr ordentlich aus. Ja, unser 44-teiliges Solarpanel-Stecker-Anschlussset, genau passend. Bestellen Sie einmal mit der 19% Mehrwertsteuervariante mit der Bestellnummer der ZX3329 unter 569 oder auch mit der 0% Mehrwertsteuervariante mit der MW1071 unter 569. Also falls Sie jetzt noch irgendwie was vermisst haben und jetzt brauchen, ist hier wirklich unser Ratgeber für Sie. Und jetzt können Sie einfach Ihre Zusätze noch dazu bestellen. Und das ist natürlich auch richtig praktisch. Hier bekommen Sie 44 Teile. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Aber vielleicht brauchen Sie noch ein Verlängerungskabel für unser Solarmodul. Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, wir haben hier ein Solarverlängerungskabel MC4 auf Hohlstecker. Es gibt viele Geräte, viele unserer Powerstations haben tatsächlich einen Hohlstecker und keinen MC4-Anschluss dran. Jetzt haben Sie vielleicht ein Solarpanel, was den MC4-Stecker hat und eine Powerstation, die diesen Hohlstecker hat. Sie kriegen 3 Adapter für diese Hohlstecker, also passt für verschiedene Größen hier von 5,5 und 2,1 mm, ist 2 Meter lang. Damit bauen Sie jetzt praktisch von einem Solarpanel, was diesen MC4-Stecker hat, ein Verlängerungskabel zu Ihrer Powerstation oder Ihrem Hybridinverter oder was immer Sie anschließen wollen, was eben diesen Hohlstecker hat. Können Sie hiermit selber bauen. Hochqualitativ, sehr gutes Kabel hier von minus 40 bis plus 80 Grad Celsius geht das. Also es ist absolut wind- und wetterfest hier. Ein Solarverlängerungskabel, auch sehr einfach gemacht hier mit dem Rot und Schwarz, da kann man nichts durcheinander bringen. Machen Sie einen Hohlstecker auf die andere Seite und dann können Sie Ihre Hohlsteckergeräte an ein MC4 Solarpanel anschließen. Nochmal, MC4 ist dieser Stecker hier. Und wenn auf der anderen Seite Ihr Gerät einen Hohlstecker hat, brauchen Sie dieses Kabel. Da kriegen Sie eben auch noch diese 3 Adapter dazu, dass Sie verschiedene Hohlsteckergrößen darauf stecken können. Diese Sendung ist, wie gesagt, für Leute, die sich selber noch weiterentwickeln wollen, die vielleicht noch irgendwo ein altes Solarpanel haben, vielleicht irgendwo auch noch eine Powerstation oder ein anderes solarbetriebenes Gerät, was Sie anschließen wollen. Das ist das richtige Kabel hier für diese Hohlstecker und MC4-Stecker. Ja, und das bestellen Sie, unser Solarmodul-Verbindungskabel mit der ZX3224 unter 569 mit der 19% Mehrwertsteuervariante oder gegebenenfalls kommt auch die 0% Mehrwertsteuervariante für Sie in Frage. Dann wäre das hier einmal die MW1072 und die 569. Sie bekommen hier 10 Meter, also ich glaube, das ist wirklich lang genug. Ja. Und damit ist man dann richtig gut versorgt, ja. Ja, es geht halt darum, dass Sie Ihre Solargeräte an Ihr Solarpanel anschließen können. Mhm. Wir machen jetzt weiter mit einer Solarpanel-Halterung gleich, aber hier nochmal die beiden Kabel zusammen hier. Das kriegen Sie alles zusammen, dieses rote, schwarze Kabel, jeweils 10 Meter lang. Auf der einen Seite MC4, auf der anderen Seite Hohlstecker mit den Adaptern. Ja, die Sendung ist extra für Sie, deshalb schauen Sie einfach, was Ihnen noch fehlt. Vielleicht haben Sie auch jetzt erst festgestellt, ach, das Kabel ist zu lang. Dann bestellen Sie sich jetzt einfach hier unsere Variante mit den 10 Metern Solarverbindungskabeln. Wie gesagt, jetzt gerade eingeblendet die 2 Bestellnummern mit den 2 Varianten. Wir haben es Ihnen am Eingang erklärt, welche auf Sie zutrifft. Müssen Sie natürlich nachschauen. Ja, und dann geht es jetzt mal um unsere Solarpanels. Auch da möchte man natürlich lange was von denen haben. Man möchte auch, dass sie gut halten. Und jetzt haben wir ein passendes Montageset für Solarpanels in einem richtig schicken Schwarz. Ja, richtig schickes Schwarz. Sie sehen, die sind aus Kunststoff. Die sind aus wetterbeständigem Kunststoff. Und die sind ausgesprochen, ja, langlebig. Auf die können Sie lange, lange, lange Zeit bauen. Kinderleicht zu installieren. Auch wieder genau gemacht für unsere Solarpanel. Das Set hat 4 dieser Eckstücke und 2 dieser Randstücke. Das heißt, das kommt jeweils auf eine Ecke. Und dann an der langen Seite bringen Sie dieses hier an. Zu installieren, kinderleicht. Sie ziehen das auseinander, legen das jetzt meinetwegen irgendwo auf eine glatte Fläche. Ich nehme mal meinen Pullover hier. Legen Ihr Solarpanel drauf, stecken das hier drauf und dann wird es festgeschraubt und es sitzt bombensicher.
Nochmal, es ist für unsere Solarpanel gemacht. Damit können Sie die Solarpanel, egal welche Größe, ganz, ganz einfach auf einer glatten Oberfläche anbringen. Es ist wirklich einfach nur fest reinzulegen und festzuschrauben und dann hat es sicheren Halt. Und darum geht es, dass Sie hier sicheren Halt für Ihre Solarpanel haben, egal ob das auf dem Balkon oder sonst irgendwo ist. Auch hier haben wir wieder die beiden Varianten mit der 19% und mit der 0% Mehrwertsteuervariante. Suchen Sie sich die aus, die auf Sie passt und bestellen Sie das hier. Das ist ein Set für ein Solarpanel. Ja, und das macht jetzt auch wirklich Sinn, hier zuzugreifen, weil das wirklich genau passend auf unsere Solarpanels ausgerichtet ist. Sie wollen lange was von denen haben und dann müssen die auch fest angebracht werden. Mit Kabelbindern oder so könnte ich Ihnen nicht so empfehlen. Also am besten hier zum TV-Sonderpreis unser Montageset direkt mitbestellen. Sie sehen eingeblendet die zwei Bestellnummern. Sie schauen einfach, welche für Sie jetzt in Frage kommt, welche Variante. Und dann sind Ihre Solarpanels felsenfest angebracht und gesichert. Und jetzt machen wir auch schon direkt weiter mit einer nächsten Halterung, die auch genau passend ist. Ja, ist auch wieder alles, was wir Ihnen hier zeigen, ist genau für unsere Solarpanel gemacht. Das ist eine neue Halterung, die habe ich so noch nicht gesehen. Die ist aus Aluminium, das ist ein Viererset von sogenannten Z-Halterungen. Wenn Sie sich das mal an der Seite hier angucken, sehen Sie das Profil. Ich lege das gleich mal hier auf unser Solarpanel, dann sehen Sie nämlich den Vorteil, den diese Halterung hat. Das wird hier ganz einfach, Sie sehen, hier haben wir auch diese Löcher, im Rahmen unserer Solarpanel wird hier ganz einfach festgeschraubt und hier dann auf der anderen Seite eben an Ihre Wand, an Ihre Decke, egal woran. So, durch diese Z-Halterung, sehen Sie, haben wir hier dann einen Abstand. Und dieser Abstand garantiert jetzt, dass also das Solarpanel immer die ideale Temperaturverteilung hat. Wenn es zu dicht dran liegt, dann wird es zu heiß. Wenn es zu weit weg ist, dann schlackert es und ist natürlich auch Wind und Wetter mehr ausgerichtet. Apropos Wind und Wetter. Diese Halterungen halten Stürme aus von bis zu 32 Meter pro Sekunde. 32 Meter pro Sekunde sind, und ich habe es nachgeguckt, sind 110 Stundenkilometer. Und das bedeutet, wir sind hier sogar sicher bei einem orkanartigen Sturm. Und das ist mal was ganz Besonderes. Sie wollen ja nicht, dass Sie Ihre Solarpanel irgendwo anbringen und dann weht mal ein Windchen und Sie gucken aus dem Fenster und sehen Ihr Solarpanel durch die Gegend fliegen. Das will das keiner. Will ich schon mal nicht, ne? Man möchte, dass die sicher untergebracht sind. Dazu haben die natürlich auch noch eine Schneelast dabei. Das heißt, die sind richtig stabil. Die halten eine Schneelast aus von 6 Kilogramm pro Quadratmeter. Das ist schon richtig viel, viel Schnee. Also für den Außeneinsatz, wenn man die fest installiert, gibt es kaum was Besseres als diese ja wirklich sehr kleinen und sehr einfach anzubringenden Z-förmigen Alu-Solarpanel-Halterungen. Gerade das mit dem Abstand finde ich sehr intelligent. Also einmal natürlich, dass wir dadurch dann auch diesen Abstand haben, aber andererseits vielleicht haben Sie auch ein bisschen unebenen Untergrund, wo Sie das anbringen wollen. Hier durch dieses Z, Sie sehen hier oben liegt das Solarpanel drauf, das wird dann eben an Ihren Untergrund ran gemacht und wir haben dann diesen Raum hier unten eben Luft, was eben dann eben die ideale Temperatureinfangung hier macht, die ideale Solareinstellung und natürlich auch eben bei unebenen Sachen ideal hier diese Halterung. Ja, und die Solarmodul Z-Halterung im Viererset bestellen Sie jetzt auch gerne wieder zum TV-Sonderpreis. Auch hier wieder die zwei Bestellnummern für Sie, einmal mit der 19% Mehrwertsteuervariante. Ist das die ZX3342 und die 569? Oder mit der 0% Mehrwertsteuervariante ist das die MW1230 und die 569 für unser Viererset Solarmodul Z-Halterung. Auch hier wieder passend natürlich für die Solarpanels. Und auch hier einfach jetzt direkt mitbestellen, weil dann sind die sicher angebracht. Die halten super viel aus, hat Ingo gerade erklärt. Wir bleiben mal bei dem Thema Halterung, weil das wirklich natürlich wichtig ist, dass die Solarpanels sicher angebracht sind. Und jetzt haben wir noch Aluminiumhalterungen, die man auf den Boden stellen kann und natürlich auch so ausrichten kann, dass es optimal zur Sonne ausgerichtet ist. Ja, du kannst sie auf den Boden oder an die Wand anbringen und dann eben die Solarpanel da festschrauben. Nochmal, die sind gemacht für unsere Solarpanel. Das heißt, sie brauchen sie wirklich nur zusammen zu schrauben. Dieses hier geht bis zu einer Größe von 71 cm bis zu 120 kg pro Solarpanel. Also das reicht für die meisten unserer Solarpanel, für Ihr Solarpanel.
Sie können das hier an dem Rad ganz bequem im Winkel verstellen und dadurch habe ich eben die optimale, ja, den optimalen Winkel zur Sonne, zum Tageslicht, um eben möglichst viel Energie einzufangen. Die Energie fällt ja den ganzen Tag vom Himmel. Alles, was wir machen müssen, ist die Ernten. Das machen wir mit den Solarpanel. Wenn das im optimalen Winkel zur Sonne steht, fangen wir eben auch das Maximum an Energie ein. Auch diese Solarpanel sind absolut wind- und wetterfest, bis zu einer Windstärke 11. Auch hier bis zu 32 Meter pro Sekunde, über 110 Stundenkilometer Wind halten die aus. Das ist orkanartiger Sturm. Sie wollen, dass Ihre Solarpanel sicher angebracht sind. Und dafür brauchen Sie vernünftige Halterungen. Diese hier sind gemacht für unsere Solarpanel und bringen Ihre Solarpanel sicher durch den Winter, durch den Sommer, durch Sturm, Regen, egal was passiert, bis zu orkanartigem Sturm. Kinderleicht zu installieren, würde ich mir also wirklich auch gerne am besten holen, wenn ich ein Solarpanel habe, damit das optimal im Winkel dann eben auch zur Sonne steht. Und auch hier gibt es natürlich wieder die zwei Varianten. Sie müssen einfach schauen, wo Sie es einsetzen und welche Variante dann auf Sie zutrifft. Und Sie müssen auch schauen, wie Sie sie gerne anbringen wollen. Also hier ist es natürlich optimal, dass man die einfach zur Sonne ausrichten kann, auch mit dem verstellbaren Aluminium. Also das ist wirklich richtig klasse, sieht auch richtig gut aus. Ja. Und hier können Sie wirklich die Sonnenenergie wirklich ernten und sich einfach zu Nutzen machen. Schauen Sie einfach, was für Sie besser ist. Wir hatten Ihnen ja auch schon andere Solarpanelhalterungen gezeigt. Sie müssen, wie gesagt, einfach gucken, wo Sie es anbringen wollen. Jetzt sage ich Ihnen gerne einmal die Bestellnummern, einmal mit der 19% Mehrwertsteuervariante. Wäre das die ZX3264 und die 569 oder mit der 0% Mehrwertsteuervariante einmal die MW1033 und die 569. Und auch hier garantieren wir Ihnen natürlich wieder den TV-Sonderpreis. Also jetzt liegt es an Ihnen, am besten direkt bestellen, weil dann können Sie wirklich richtig gut die Sonnenenergie sich hier zu Nutzen machen. Ja, ich finde es toll, dass wir diese Sendung machen, dass wir eben mal Ihnen das Zubehör zeigen, was man da auch alles für die Solaranlagen machen. Solaranlagen laufen bei uns rauf und runter, aber wenn Sie es für sich individuell einbauen wollen, bieten wir Ihnen hier in dieser Sendung eben das Zubehör dazu. Wir haben noch mehr von diesen Alu-Solarpanel-Halterungen. Die nächste ist ein bisschen größer, habe ich jetzt nicht aufgebaut, ist das gleiche Prinzip. Auch die können Sie im Winkel verstellen. Die geht jetzt sogar bis 71 cm Größe und hält auch wieder 120 Kilogramm aus. Aber ich wollte Ihnen noch mal zeigen, wie das angebracht wird. Wenn ich es auf dem Boden mache, auf eine ebene Fläche, ob das jetzt ein Garagendach ist oder so ein Carport oder ein Gartenhäuschen, dann würde ich das so aufbauen. Es ist aber natürlich auch für Balkonsolaranlagen, die jetzt, sagen wir mal, an einer senkrechten Wand angebracht sind. Schauen Sie mal, dann bringen Sie die nämlich so an, dass Sie das hier zum Beispiel an Ihren Balkon anbringen. Und jetzt sehen Sie, das Solarpanel ist hier im idealen Winkel, im idealen Einfangwinkel der Sonne, des Tageslichtes angebracht. Also die sind wirklich so universell einsetzbar für all unsere Solarpanel, sind extra dafür gemacht, halten eine Menge aus. Auch das hier ist wieder bis zur Windstärke 11, orkanartiger Sturm, ich sag's nochmal. Da fliegt Ihr Solarpanel nicht weg, das bleibt bei Ihnen, da wo Sie es installiert haben, absolut sicher. Und dann können Sie es eben hinstellen oder hinlegen, wie Sie wollen, und fangen damit optimal die Sonne ein, um Ihre Solaranlagen eben auch optimal zu nutzen und das Maximum an Strom rauszuholen. Natürlich wetterfest, also die sind aus Aluminium gemacht, den kann Frost nichts ab, den kann die rosten nicht. Fantastisches Produkt hier. Ja, das macht einfach wirklich Sinn, hier die passenden Halterungen mit dazu zu bestellen oder vielleicht auch zusätzlich, wenn Sie schon eine Solaranlage oder Solarpanels zu Hause haben, weil man möchte einfach, dass die lange halten, dass die sicher auch angebracht sind und natürlich auch Wind und Wetter aushalten. Jetzt unsere letzte verstellbare Aluminium-Solaranlage, die wir Ihnen gerade gezeigt haben, bestellen Sie entweder mit der 19% Mehrwertsteuervariante, mit der ZX3279 und der 569 oder gegebenenfalls sogar mit der 0% Mehrwertsteuervariante. Variante mit der MW1093 und der 569. Ja, das war unser Pearl TV Energie Ratgeber für Sie. Wir haben Ihnen jetzt alle passenden zusätzlichen Teile noch gezeigt. Vielleicht auch ein Verlängerungskabel oder ein Verbindungskabel. Hier unsere Steckersets, damit Sie es auch richtig anschließen können. Also hier war alles mit dabei. Und jetzt sind es einfach Sie dran, am besten direkt zum Telefon greifen und bestellen, weil besser geht es ja gar nicht, oder Ingo? Nee, ich finde es toll, dass wir diese Sendung haben. Ja. Eben weil wir so viele Solarpanel, Solaranlagen
Solaranlagen, Balkonsolaranlagen im Programm haben, die sehr beliebt sind bei Ihnen, haben Sie jetzt die Chance, das passende Zubehör bei uns zu finden. Wir bieten alles an, perfekt für Ihr Solarpanel und Ihre Solaranlage.